Nur noch heute. Dann können die Schüler in Nordrhein-Westfalen endlich wieder aufatmen. Denn seit Schulbeginn hieß es für sie volle Konzentration mit Maske, auch während des Unterrichts. Damit endet eine Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus, die es flächendeckend so in keinem anderen Bundesland gab. Doch viele Eltern sind verunsichert. Sollen sie ihr Kind nun bloß wegen eines Schnupfens zu Hause lassen? Wir hatten jetzt ganz oft Fälle, wo er einmal geschnupft hat und dann wurden wir gleich angerufen. Er muss sofort abgeholt werden. Ich würde, glaube ich, in der Kita anrufen und Bescheid sagen, so nein, ich lasse sie zu Hause, weil sie halt ein bisschen kränkelt. In einer Woche beginnt auch in Bayern das neue Schuljahr. Und auch hier wird diskutiert, ob die Maskenpflicht im Unterricht eingeführt wird, da die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Doch nun steht das nächste Problem vor der Tür, die Grippesaison. Nur anhand der Symptome können Ärzte nicht zwischen der Grippe und Covid-19 unterscheiden. Deshalb raten Mediziner allen Eltern, ihre Kinder gerade in Corona-Zeiten gegen die Grippe impfen zu lassen, um die Infektionen zu minimieren. Wenn wir die Kinder dieses Jahr großzügiger impfen, als wir das normalerweise machen, dann können wir die Anzahl eben von diesen Verdachtsfällen, die eben auch Covid sein können, reduzieren. Laut einer Umfrage plant in diesem Jahr jeder zweite Deutsche, sich gegen die sogenannte Influenza impfen zu lassen. Deutlich mehr als sonst. Und für die Schüler in NRW heißt es auch, auf Schulhöfen und im Schulgebäude müssen auch in Zukunft alle weiter Maske tragen.